Liebe Fußballfans, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Spiel. Willkommen im Rhein-Energie-Stadion. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Und er kann so einiges am Ball. Auf seinen Auftritt können wir uns freuen. Der Ball rollt. Dortmund mit dem Anstoß. Jetzt die Chance. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Er geht schön dazwischen. Tja, wie geht man so ein Spiel an, wenn der Gegner so stark aufs Vorchecking setzt wie die Gäste? Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu beobachten. Konter sind natürlich immer wieder ein Mittel. Wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wird Abschluss geben jetzt. Dahoud. Klasse Technik. Guter Steilpass hier. Er spielt den Ball. Steilpass kommt an. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Klasse Pass. Und da treffen Sie das erste Tor heute. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Chance vertan. Das macht er gut. Spielt den Ball. Und da fällt der Ausgleich. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust da. Und dann geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1:1. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Das könnte die Gelegenheit geben. Aktion geht weiter. Brandt. Dahoud. Das ist Meunier. Jetzt vielleicht der BVB. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Schönes Zuspiel. Da erobert er den Ball. Sie bekommen den Einwurf.
Chance zur Flanke jetzt. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir bislang klare Vorteile für Borussia Dortmund. Aber sie machen einfach zu wenig draus. Nur unentschieden, das kann ihnen nicht gefallen. Ah, das war zu lässig. Chance für Erling Haaland. Gute Aktion, Spiel raus. Der BVB mit der Ecke. Wenn sie die nutzen können, wäre das natürlich der Führungstreffer. Jetzt die Ecke. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Gut gesehen, das war abseits. Gut. Er geht dazwischen. Eine Minute gibt's obendrauf. Jetzt Marco Reus. Julian Brandt. Da ist der Ball weg. Nach 5.